So, da sind wir schon. Letztes Match in SmackDown. Vorm Elimination Chamber. Mal gucken, wer neuer Champion wird. Wer alter Champion bleibt. Und, oder. Aber erstmal müssen wir immer noch dieses Match hier hinter uns bringen. Uns wird das nix. Und danach befinden wir uns geradewegs auf den Straßen nach WrestleMania. Wie gesagt, Elimination Chamber, die vorletzte Großveranstaltung. Ja, beide maskiert, der eine mehr, der andere weniger. Und der Ref liegt halbtot am Boden. Übertrieben gesagt. Wie immer. Kennt er ja von mir. Ich übertreibe ganz gerne. Naja. Oh, das mit den Knien kann er auch. Und das kann er auch. Habe ich den beiden dasselbe Reset gegeben? Ich glaube schon. Das gibt's doch nicht. Ach, der Ref pfeift jetzt erst das Match an. Gut, was heißt pfeifen? Sind die nicht auf dem Fußballplatz? Ja, ich glaube, die beiden haben wirklich dasselbe Moveset. Ja, muss ich demnächst mal ein bisschen ändern. Also jetzt bei Crazy Omega. Ein paar andere Moves. Die Finisher bleiben natürlich gleich. Aufgabegriff von Cody Rhodes. Nope. Sind die alle so aggressiv hier? Oh. Ruhe im Karton. Und raus mit dir. Und ich komme hinterher. Und das ging daneben. Und Kopfschere. Big move coming. Ja, die haben definitiv das gleiche Moveset. Scheiße. Bei dem Move war es mir jetzt klar. Doing. Da ging es gegen den Pfeil her. So, er geht nach draußen, springt wieder rein. Voll daneben. Ja, Cody verdreht unserem guten Omega jetzt den. Okay, dass er so einen Move drauf hat, wusste ich auch noch nicht. Na geil, wird schon passen. Neckbreaker. Auf Seil. Und das hat gesessen. Wenn es dasselbe Moveset ist, bringt derselbe Move ja die Entscheidung. Nope, bringt er nicht. Cody. Ah, Cody Rhodes mit dem Konter, aber das können wir auch. Okay, er schon wieder. Geh hinter mir weg. Ja gut, mit dem Backdrop. Passt schon. Und Moonsault. Ho, ging daneben. Moonsault, ho, ging daneben. Lass mal jetzt ein bisschen die Rippen mal trötieren. So, zack. Jetzt muss ich mir nur. Wie gesagt, für Crazy Omega erstmal ein neues Moveset raussuchen. Schöner Move! Und auf Seil nochmal der Moonsault. Und da hebt er ihn. Oh, nope! Signature gekontert, aber dafür gibt's jetzt den DDT aus. Aus halber Höhe. Ähnlich auch einen vom Ringseil? Nein, egal, gibt's halt einen Senton. Und da gibt's den Konter. Ich wollte gerade sagen, den Finisher, aber dann hat Cody Rhodes gekontert. Und Finisher! Crossroads oder wie das Ding auch mal heißt. Also, das ist zu nah am Ringseil. Cody, du bist doch kein Anfänger mehr. Egal, Karate-Kick.
Und der Boston Crab. Ach, Rope Break hat das doch noch irgendwie in die Seile geschafft. Nur rückwärts. Geil, Cover angesetzt. Und 1 und 5. Und Sieg. Das war's. Auch Crazy Omega gewinnt. Na, der Fan dahinter, da hinten mit dem DX-Sign, der freut sich richtig. Na, passiert noch was? Ja, es passiert noch was. Nur was? David Riot. Ja, der hat ja auch schon letztes Mal mit ihm gefeiert. Warum nicht? Er mag den kurzen wahrscheinlich. Na, passt schon. Auf zu. Ihr wisst es. Elimination Chamber, richtig! An denjenigen, der es als erstes unten runtergeschrieben hat. Glückwunsch! Naja gut, im Nachhinein kann man immer alles runterschreiben, egal, passt schon. Bis zum Elimination Chamber verabschiede ich mich und dann geht's frisch weiter.